Ja, dieser Preis, der bedeutet für uns natürlich neben der tollen Anerkennung unserer ja noch schweren Arbeit, bedeutet er auch, dass wir nochmal ein Stück selbstbewusster an die Türen klopfen können. Das tun wir auch, beziehungsweise der Preis ist ja gerade erst 2 Wochen alt, aber wir sind schon dabei, strategisch zu überlegen, an welche Türen wir denn zuerst klopfen wollen. Und das bedeutet auf der internationalen Bühne und die Tür des Verteidigungsministeriums gehört sicherlich nicht den ersten. Also ich kann vielleicht, weil das gerade ganz gut passt, dazu ergänzen. Ich war gestern auf einer Konferenz, bei der auch der Staatssekretär des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit aufgetreten ist. Da ging es um reproduktive Gesundheit und Gendergleichberechtigung und so weiter. Und das Erste, was er sagte, dass der alternative Nobelpreis an Monika Hauser vergeben wurde und dass das BMZ Medica Mondiale gern unterstützt und dass er also sehr froh ist, dass eben auch das Nobelkomitee eben diesen Preis ausdrückt. Das muss ich jetzt unbedingt nochmal loswerden. Das ist auch für mich sehr schön zu hören, dass mir das einfällt. Das ist natürlich jetzt auch interessant, welche Erfahrungen wir machen. Jetzt ausgerechnet das BMZ, möchte ich schon sagen, haben uns die ganzen Jahre über unterstützt. Und da haben wir auch die meisten, das ist das Ministerium, wo wir die meisten Glückwünsche bekommen haben. Und zwar wirklich von jeder Arbeitsebene, von unten bis ganz oben. Das möchte ich wirklich hier schon erwähnen. Aber natürlich muss man interessieren, welche Instrumentalisierungsversuche laufen und wer einen oder uns da schon ganz lange unterstützt hat. Aber wenn solche Worte fallen, dann wissen wir das natürlich dann auch sehr gut zu nutzen. Also wenn die Ministerin da gewesen wäre, wäre das Lob wahrscheinlich auch genauso ausgefallen. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ja, bitte. Also erstens natürlich Mitarbeiterinnen. Wir arbeiten ausschließlich mit weiblichem Fachpersonal und zwar mit einheimischem Fachpersonal. Das war unsere Philosophie von Anfang an, dass natürlich die einheimischen Fachfrauen die Arbeit mit den Klientinnen am besten tun können. Sie können eben genau die Sprache, sie kennen ihre Kultur, sie wissen am besten, mit welcher Strategie sie die Frauen erreichen können. Aber natürlich haben wir immer wieder internationale Fachbereichsleiterinnen, weil die Kollegen vor Ort ja auch erst Expertise brauchen, Qualifizierung brauchen, Fortbildung brauchen und gerade in Afghanistan die Kolleginnen natürlich überhaupt nicht gewohnt waren, eigenständig ein Projekt zu managen. Das ist ihnen ja wirklich über die schrecklichen Taliban-Jahre und auch zuvor ausgetreten worden. Das heißt also, wir beginnen ein Projekt mit internationalen Mitarbeiterinnen und wir finden immer und überall gute Dolmetscherinnen vor Ort. Und diese internationalen Mitarbeiterinnen sind eine bestimmte Anzahl von Jahren vor Ort, um zuerst die Bereiche selbst zu leiten und um dann durch Coaching und Fortbildung die einheimischen Mitarbeiterinnen so weit fortzubilden, dass die eines Tages die Arbeit selber machen können. Das heißt natürlich nicht nur Fortbildung für Fachinhalt, sondern das heißt auch Management-Training, damit diese Frauen selber ihr Projekt leiten können. So ist das Projekt in Bosnien mehrere Jahre selbstständig bereits, das in Kosovo, das in Albanien und für Afghanistan. Da geht es uns nicht so viel anders als allen anderen. Wir haben Korrekturen in der Jahreszahl anbringen müssen, wann denn das Projekt selbstständig werden kann, einfach aufgrund dessen, dass die Lage sich eben immer verschlechtert hat, anstatt sich zu verbessern. Und da waren wir sicherlich auch zu optimistisch zu Beginn. Und wir reden davon, dass wir Ende 2009 das Projekt in die Hände der afghanischen Kollegen übergeben wollen, aber sicherlich eine internationale Leitungsfrau für eine bestimmte Zeit mit da bleiben muss, allein schon weil internationaler Schutz für so ein Projekt natürlich sehr wichtig ist. Aber wie gesagt, die lokalen einheimischen Kolleginnen sollen das Projekt dann eines Tages selber leiten.
begleiten, Hilfe zur Selbsthilfe und dass sie natürlich weiterhin Kontakte haben. Also ich bin jetzt gerade in Kosovo gewesen, wo